Hi zusammen, Farbstoff hier. Willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht schon, wir sind normal auf dem normalen Server drauf. Und ja, es sind die ganzen News drauf, was sich alles geändert hat, was neu hinzugekommen ist. Das kann sich jeder selber durchlesen. Wir wollen direkt mal einen Einstieg machen in die verfluchte Stadt. Und diese verfluchte Stadt auch einmal vergleichen, weil ich schon viele Fragen bekommen habe in der kurzen Zeit jetzt. Und ich, Fabi, wie sieht's aus? Das ist ja super leicht. Kann ich euch gleich sagen, das werde ich euch jetzt zeigen, dass es eben nicht der Fall ist. Am Anfang ist es super easy. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, schwer zu nehmen, damit man schwer relativ gut vorankommt. So, wir starten jetzt erstmal mit der ersten Bedingung, mit diesen einzelnen Klassen, die nur erlaubt sind. Ihr werdet dann aber gleich merken, dass es gar nicht so schwer ist. Wir suchen uns jetzt mal irgendwelche Champions hier aus, keine Ahnung, was wir jetzt hier nehmen, völlig wurscht. Und machen Auto an. Also dort kann jeder auch im Normal Mode. Also im Normal Mode sind die Anforderungen so generell noch ein bisschen eingeschränkter. Das macht das Ganze ein bisschen leichter. Wie gesagt, ich persönlich finde die Aufmachung generell sehr, sehr gut. Also mir gefällt das so von sich auch die Kamera, die Bewegung finde ich ganz witzig. Aber leider gibt es nur eben diese drei Felder hier. Ansonsten haben sie bloß ein bisschen den Hintergrund geändert. So, wir haben leider nur 8 Schlüssel. Das heißt, wir können jetzt hier nur weitermachen und würden jetzt gucken, dass wir so schnell wie möglich hier zum Doppelboss kommen. Also wir gehen jetzt C3, C4, C23 und so weiter. Gehen wir den Weg. Dann können wir wieder Champs auswählen. Nehmen jetzt hier irgendwelche mit, die wir jetzt hier gerade finden. So. Was? Bedingungen? Wieso? Hey, was? Wieso? Setzt da normalerweise nicht hin. SB bescheuert. Ach so, wir müssen erst C2 machen. Ach Gott, mein Fehler. Sorry, Leute. Jetzt bin ich schon so durchwaschen hier. Nehmen wir Grasur mit. Und nehmen wir die beiden mit. Und los geht's. Wie gesagt, die unteren Stages sind nicht wirklich schwer. Und da können auch ja, Spieler, sag ich mal so, im Mid-Late-Game auf jeden Fall ihre ersten Punkte holen. Wie das dann später wird, das zeige ich euch gleich. Also so leicht, wie es am Anfang ist, so bleibt es auf jeden Fall nicht. Aber man kann sich natürlich zusätzlich einen Loot holen. Und das sollte man auch tunlichst tun, meiner Meinung nach. Denn wieso nicht Loot mitnehmen, wenn es noch welchen gibt? Ich nehme natürlich jetzt hier irgendwelche legendären Champs rein. Ich jetzt noch gar nicht. Ich klicke mal in der Stadt zu weit an. Ich bin echt ein Horst heute. Gut, dass ihr mich nicht seht. Feuerrot in Sicht wahrscheinlich gerade. So. Aber ihr seht schon, ne? Die Einschränkungen der jeweiligen Stage verlangen natürlich immer wieder, dass ihr Champions mitnehmt, die diese Bedingungen erfüllen. Ah, das ist nicht so einfach, finde ich. Also das kann die ganze Sache ganz schön schwer machen für viele. Oder die müssen halt sehr, sehr viel umequippen. Ne? Das heißt, ich sag mal, dieser Content richtet sich wirklich an spätere Spieler, nicht an Early-Game-Spieler. So, wir lassen uns noch die Stage schnell durchrennen. Das ist jetzt wirklich schnell, einfach ein Schnelllauf, damit ihr seht. Also wir gehen jetzt nicht hier unten lang zur Bombe. Wir gehen jetzt hier rüber und gehen zu der ersten aufgestiegenen Map. So, da nehmen wir jetzt hier einfach das, was wir hier vorne so finden. Und ich denke, dass der erste Teil den meisten Spaß machen wird. So, aktuell. Ja, wie gesagt, es wird ja auch schon, warum mich viele gefragt haben. Ja, Fabi, wieso, das ist doch viel zu leicht. Was sagst du jetzt denn du da? Ja, wie gesagt, das ist tatsächlich am Anfang so, dass es hier wirklich sehr, sehr leicht ist, für viele durchzukommen. Ihr seht, die Mobs haben hier Level 100. Das ist so Kampagnenniveau. Ja? Also ihr seht da mit Auto-Hits von Dutchess und so ein Etty tötet. Ist natürlich jetzt nicht die Welt, ne? Also. So, sind wir halt auch hier durch. Hier waren noch 30 Öle mit. Nehmen wir mal gerne mit. So, jetzt können wir den ersten Boss machen. Oder wir gehen hier hin und machen. Wir haben jetzt noch 4 Schlüssel, ne? Wir gehen jetzt hier hin und machen diese aufgestiegenen Stage. Da brauchen wir 5 Champions oder 5 Sterne insgesamt. Das heißt, wenn wir jetzt einen Champion reinmachen, der 5 Sterne hat, reicht das schon. Und ansonsten nehmen wir jetzt hier natürlich mit, was geht, um den auf die Nuss zu geben. Ja, das war ja nicht klug, ne? Hättest ja mal den angreifen sollen. Mann, Mann, Mann.
Ja, ich könnte gar nicht so viel erzählen. Ihr seht, das ist immer dasselbe. Kloppen uns jetzt. Es hat sich da nichts geändert. Ne? Das ist einfach stupide dasselbe. Das ist wichtig. Das wollt ihr haben, ne? Um mythische Artefakte zu fertigen. So, jetzt sind wir schon durch den durch. Jetzt gehen wir hier zur C12. Nehmen wir den mit. Den da rein. Den da. Gazoo, den da. Oh, den nehmen wir denn noch hier. Komm, den machen wir einen Charmer eher mit. Ja. Jetzt haben wir kein Damage mit. Egal. Ich klicke einfach mit Wildfahrt zusammen. Das ist ja am Anfang tatsächlich wirklich Banane. Ihr seht schon, die kriegen einfach so dermaßen viel Bums ab. Obwohl Grasur ist eigentlich ein Damage-Schlammer. Was sehe ich denn da? Aber ich finde, es fällt auf, dass die Qualität hier drinne wirklich cool ist. Also ich finde die Texturqualität und so, das sieht man schon. Die Frage ist natürlich, das ganze Spiel anwenden, nochmal so ein Update machen, das wäre schon nice. So, gehen wir wieder auf die Karte und dann kommen wir zum ersten Double Boss. Das sind die beiden und auch wieder restriktiv gibt es hier ein paar Conditions und zwar diese einzelnen Fraktionen. Da wir hier gegen den normalen Ice Golem spielen und dem Drachen ist Gifte immer nice. Ne? Also nehmen wir Gifte mit, alles was, nehmen wir Uko mit zum Fun und Max LP Champion und dann let's go. Und dann werdet ihr sehen, die sind gerade mal von relativ einfach. Mit Giften schadet ihr beiden in dem Fall. Ihr seht schon, wie die droppen. Ne? Also das ist wirklich ein sehr, sehr leichtes Level. Gerade am Anfang. Den Schaden, den wir kriegen, der ist so gut wie nicht da vorhanden. Sieht das nicht wirklich kompliziert aus, ne? Joa, das würde ich sagen, ist easy gepackt. So, also ihr seht jetzt, das sind so die ersten Minuten auf dem, ja, ich sag mal, auf dem offiziellen Release. So, der offizielle Release. Jetzt haben wir hier schon die ersten Items gekriegt vom neuen Set. Leider 5 Sterne. Hier ist ein 6 Sterne. Hier ist ein 6 Sterne legendär. Gar nicht schlecht. Das ist das Set, was Geschwindigkeit boostet mit Geschwindigkeit in Subsets. Das behalten wir auf jeden Fall. Und hier ist also Widerstand leider nichts drin. Nichtsdestotrotz behalten wir es dann auch wieder 12, um mythische Artefakte zu schmieden. Also bis dorthin haben wir jetzt schon, finde ich, sehr, sehr guten Loot abgesahnt. Jetzt haben wir noch einen Schlüssel, den wir machen können. Und da ich der Meinung bin, man sollte relativ schnell und zügig zu dem großen Key laufen, würde ich sagen, wir gehen jetzt gleich auf C24, um uns dort noch ein bisschen was zu holen. Nutzen wir mal den Tormen, der jetzt für jeden verfügbar ist. Oder den jeder bekommen kann. Wenn ihr das wollt, dass ich für euch einen Tormen-Guide mache, ne? PvE, PvP. Schreibt es mal in die Kommentare, dann werde ich darüber noch ein Video machen. Mache ich sehr gerne. Also irgendwie sehen die anderen Champs hier besser aus. Ich kann mich jetzt auch täuschen, aber... Oder wir haben eine Kameraperspektive, die das Ganze anders aussehen lässt. Kann man auch täuschen, wie gesagt. Also irgendwie sehen sie anders aus. Das ist auch nicht. So, dann sind wir durch. Und haben im Prinzip jetzt unsere Schlüssel weggemacht, die wir heute wegmachen konnten. Und damit ist gut. Damit können wir nicht weiter viel machen. So, jetzt sind wir unten bei dem Restrikt 1. Würde ich sagen, Restrikt 1 heißt schon. Ja, okay. Beim Cobble-Market sozusagen, also beim Markt, sind wir jetzt schon relativ gut dabei. Da werden wir morgen auf jeden Fall den ersten Schlüssel holen. Und aber wir werden morgen dann hier über C14 rübergehen, mal auf die Seite. Und dann werden wir uns auch mal hier rüber bewegen, über C11, auf die rechte Seite, um hier die ersten Schlüssel abzufarmen bzw. abzulaufen. So. Jetzt ist es so, jetzt switche ich auf den Testserver, um euch zu zeigen, dass das Ganze nicht so bleiben wird. Also das dient einfach als Frage dazu, um eure Community-Frage zu beantworten, mache ich das jetzt hier. So, jetzt switche ich mal auf den Testserver. So, dann switchen wir hier mal auf den Content. Hier haben wir natürlich alles freigeschaltet.
Und dann gehen wir mal jetzt hier rüber und gucken uns doch einfach mal eine Stage hier oben da zum Beispiel an. Dort haben wir ein 300er Level Void Fire Knight. Und guckt euch mal die Champions an, die ihr verwenden könnt. Das sieht übel aus, ne? Jupp. Das wird auf jeden Fall schwerer. Das kann ich euch sagen. Und wenn ihr dort bestimmte Champions einfach nicht habt, seid ihr komplett aufgeschmissen. Dieselben Regeln gelten für diesen Boss wie für den im Hard-Mode, ne? Also es ist exakt das gleiche. Das wird noch schlimmer. Ihr kriegt dann noch den Boss mit der Froschspinne zusammen. Dort sind ein paar mehr Champs, Gott sei Dank, oder andere möglich, gerade was LP-Burn angeht. Denn wenn die rechte Spinne tickt, tickt auch der linke Boss. Somit kann man sich ja mit LP-Burn ein bisschen aushelfen. Das ist okay. Dann gibt es hier noch die beiden zusammen. Auch eine sehr witzige Kombo, muss ich sagen. Sehr spaßig. Der linke will Gift. Der rechte, wisst ihr selber, sie spiegelt die Dark Fae, spiegelt euer Team. Macht Laune. Ja, aber man hat dann auch leider sowas hier drin. Und Level 300, Sandteufel. Und jetzt schaut euch mal die Champs hier unten an. Also wer jetzt denkt, er kann hier mit einer Siffi reinrennen oder so. Das wird es leider nicht. Das heißt, ihr werdet dann wahrscheinlich auf Sadiel oder sowas angewiesen sein, um diesen Boss nicht zu schaffen. Und es ist nicht gesagt, dass es bei Level 300 bleibt und bei der Affinity. Denn sie haben gesagt, sie werden das Ganze rotieren. Also macht euch auf was gefasst. Der Cobble Market ist das Einfachste. Dann haben wir hier Deadwise und hier drüben dann noch, wie heißt das Ding hier, Plugholm. Also die beiden sind die mittleren. Ich denke, da werden die meisten irgendwann mal hängen bleiben. Denn den Hardmode hier oben, da die, den Soul Cross oder das Seelenkreuz, da keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt, das wird sich dann komplett anders verhalten. Also dort wird es dann für die meisten absolut Ende sein, die dann nicht absolutes Late Game sind. Was aber nicht wirklich relevant ist, weil ihr, glaube ich, die Schlüssel aus den drei unteren bekommen könnt, um den Boss zu knacken. Also von daher solltet ihr den Boss trotzdem machen können, wenn ihr das wollt. Beim Normal Mode ist das natürlich was anderes. Also wenn wir auf Normal Mode gehen und gehen dann hier oben zum Harten, dann werdet ihr sehen, dann ist das hier Level 200 und nicht 300. Also ist alles dann um einen großen Faktor niedriger und somit auch bedeutend einfacher. Also das sei euch nur gesagt. Das wollte ich damit nur zeigen. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat, dass wir mal schnell durchgerannt sind. Speedy Gonzales. Wer ein bisschen Details will und ein bisschen mehr Infos will, schreibt es in die Kommentare. Dann werde ich mir die Tage noch ein bisschen mehr Mühe machen, euch auch auf dem Testserver was zeigen zu können. Also bis dann, euer Faftorf. Ciao, ciao.